Hallihallo, das ist die Alexandra und ich bin der Lars von Rohe Energie. Herzlich willkommen. Wir beantworten ein paar Fragen von Instagram und gehen auf Videoanregungen ein. Und eine war, erzählt doch mal was über eure persönlichen Produktwünsche in vegan, die es aktuell noch nicht auf dem Markt gibt. Willst du damit vielleicht anfangen? Jetzt habe ich noch mal ein bisschen überlegt, weil ganz spontan ist es so, das hört sich jetzt total beknackt an, ja, weil eigentlich wollen wir uns ja auch gesund ernähren und nicht so viel Ersatzprodukte oder sowas. Was mir aber immer wieder fehlt und was ich jetzt aber auch, also für mich persönlich, aber auch für meine Kinder eigentlich ganz schön fände, wenn es eben so Sachen, also so diese ganzen Kinderprodukte, ne, also von der Firma Kinder, ne, sowas wie Kinderriegel oder was haben die da noch? Kinderschokobons, was haben die denn noch? Ja, so dieses Überraschungsei. Nee, dieses auch mit diesem gefüllten da irgendwie, dieses mit so, der ist so mit Milchcreme gefüllt, so aus Schokolade. Irgendwie. Da wohl die Kuh drauf. Nee, keine Ahnung. Hier Happy Hippos. Nee, die meine ich nicht. Gut. Kinderpinguin, nee, das meine ich auch das, nicht. Doch, nee, das gibt's auch, aber das meine ich. Aber das kann man alles mal vegan machen. Ja, das war also mit dieser Milchcreme, das gibt's in meinem Kühlregal. Das fand ich früher super lecker, ja. Ja, ja. Und das ist jetzt halt total blöd, weil ich ja eigentlich versuche, mich gesund zu ernähren und wenig Industriezucker. Hat ja mit gesund jetzt nichts zu tun. Aber das ist sowas, was mir also so ab und zu, das wär schon geil. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die das so ein bisschen vermissen. Und jetzt habe ich aber nochmal nachgedacht, was halt auch echt klasse wäre, wenn es noch so ein paar andere Käsesorten geben würde. Oh. Ja, also sowas wie Camembert oder sowas halt auch, ich weiß, das kann man halt auch, also Parmesan, das kann man auch irgendwie ganz gut nachmachen, aber das ist auch, also auch Feta zum Beispiel kann man super gut nachmachen, Mandelfeta, aber es ist halt immer unheimlich aufwendig und schwierig und ich weiß auch, wenn man das dann kauft, sind natürlich unheimlich viele Zusatzprodukte drin, aber das ist halt manchmal, wenn man irgendwie wirklich halt jeder irgendwie selbstständig arbeitet, man hat noch 3 Kinder und so und macht noch Videos, es ist halt irgendwie wirklich auch eine Zeitfrage, sowas dann immer noch einzuschieben. Ich meine, wir kochen unser Essen und sowas ja eh immer auch selber und wir essen viel frische Sachen. Deswegen. Aber gestern war zum Beispiel auch so eine Situation, so, oh Gott, wir brauchen noch was zu essen. Da haben wir einfach nur Reis mit Linsen in den Topf geschmissen und Gemüsebrühe und ein paar Zwiebeln und das hat dann auch geschmeckt, aber das ist natürlich jetzt kein tolles, super cooles Essen. Ja? Ja. Weil wir hätten auch ein bisschen gerne mal wieder Zeit, ein bisschen mehr vorzubereiten. Ja, ja, aber wenn man dann halt mal so Sachen, so eben so sehr Käseprodukte, wir finden den Simplify total super, ja, und auch den Schmelzkäse davon, der ist ja echt klasse. Aber ja, das ist eben halt so ein Scheibenkäse immer, ne? Und mal so ein Camembert oder halt irgendwas wie so ein Stinkkäse oder sowas, ne? Das wäre schon. Gibt es teilweise wahrscheinlich sogar schon, aber es gibt es halt nicht überall zu kaufen. Das ist vielleicht das Problem. Es geht vielleicht gar nicht um die Produkte selber, sondern die Verfügbarkeit auch, ne? Ja, also, wenn ihr das sicherlich wisst, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, im Versandhandel wo man das herbekommt, weil ich habe da halt auch keine Zeit dann irgendwie. Wir hatten halt doch mal von Happy Cheese was zugeschickt bekommen und so, oder? Stimmt, die waren geil. Ja, also es gibt schon Sachen, aber du kriegst sie halt nicht. Mhm. Ja. Ja, ja, musst du halt alles einzeln irgendwie bestellen, bei alles vegetarisch oder bei irgendwelchen anderen Versandläden. Da kann man ja durchaus Sachen auch bestellen, aber wir denken da auch oft nicht dran. Wir gehen halt auch einkaufen, dann würden wir halt gerne auch mal so eine Situation haben, wo wir sagen, ah geil, das nehmen wir mal mit, machen wir das doch mal und so. Immer dieses auf Vorrat, so, wir kaufen ja gerne auf Vorrat. Aber so mal, ja, einfach spontan auch mal dann sagen können, das fehlt mir. Die Produkte sind es nicht mal, sondern die, würde sagen, die Verfügbarkeit überall, ja. Ja, vor allem bei uns hier auf dem Dorf ist es halt wirklich so, ne, dann gehst du hier irgendwie in Rewe oder in Edeka oder sowas, weil über den Discounter kriegst du das sowieso in der Regel nicht, ja, ist ja klar. Und dann haben die das mal irgendwie im Programm und dann kaufen das halt nur wir und dann nehmen sie es wieder raus aus dem Programm, ja. Dann halt immer ein bisschen. Ja, deswegen kaufen wir auch gerne Sachen auf. Ne? Ja. Manchmal, ja, ihr kauft alles weg. Und ja, so. Wer es kauft ja keiner. Ja, aber wenn es noch da steht, kaufen wir es halt weg. Das war mit diesen Rohkostbroten so. Genau. Die kamen jetzt nämlich auch nicht mehr nach, glaube ich. Nee. Und auch mit diesen veganen und relativ gesunden Cerealien. Genau, das war beim DM. Den Dattelsirup hat beim Aldi auch keiner gekauft. Ja, hast du dann. Und damals, als es bei Lidl auch diese veganen Aktionen gab, mit diesem Frischkäse, den hat auch, das haben auch größtenteils wir eigentlich weggekauft. Ja, ja. Wir haben dann teilweise sogar noch gewartet. Ja, ja. Und dann waren wir nochmal einkaufen und dann nach 3 Tagen war es immer noch da. Und dann haben wir gesagt, ey gut, dann kaufen wir den Rest auch noch. Ja. Ja. Also deswegen, wir sind ja zwar ein paar Veganer mittlerweile, auch in Nidda,
aber die wissen auch, wenn sie mal was haben wollen, müssen sie früh los. wenn sie uns gucken. Ja, ja. Ja, aber das ist, ja, ich überlege, ob es noch irgendwie was gäbe, was, also ja, das wird es nie geben, obwohl, das sind sie ja gerade dran. Ich will kein Steak essen, ja, sowas wie ein Rumpsteak, das widert mich fast schon an, aber wenn es sowas gäbe für die Leute, die sowas haben wollen, ja, und da gibt es ja mittlerweile, glaube ich, Entwicklungen, die so Kunstfleisch zu machen oder so. Ich bin da nicht auf dem Laufenden, aber es gibt auch eine Firma, die heißt Beyond Meat. Ich weiß nicht, aus was die das machen. Das ist in den USA irgendwie so. Und ich glaube, die Jess Wiegen hat, die Luna Jess heißt sie ja jetzt, hat mal, glaube ich, mal ein Video über sowas gemacht. Die hat mal so einen Burger gegessen, der dann so total echt schmeckt. Also vielleicht aus den USA werden da wahrscheinlich einige Sachen kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mögen würde. Nee, ich meine nur, aber für die Leute, also ich fände es als gut, ne? Wenn man dann Besuch hat und sagt, ich esse halt Fleisch und so, dann machst du halt sowas. Dann ist es halt wenigstens ethisch. Nicht für mich, aber für andere. Ich bin, wie wir das jetzt auch am Weihnachten jetzt gesagt, was wir Weihnachten essen, gib mir einen guten Räuchertofu, irgendeine gute Kohlenhydratquelle wie Kartoffeln oder Klöße, ne, das sind keine gute, aber egal, Reis, Nudeln, dann noch Gemüse dazu und einen großen Salat. Ich bin zufrieden, mehr brauche ich nicht, um mal ein Festtagsessen zu haben. Ja. Das ist halt so, irgendwann hat man halt seine Standardgerichte und man hat das, was einem schmeckt. Und dann vermisst man auch nichts. Ja. Was jetzt lecker war letztens, ich hatte letztens eine so eine Soße für Graved Lachs mitgebracht. Und auf der steht drauf vegan. Also eine vegane Graved Lachs Soße. Und die machst du die irgendwo drauf und denkst, ah, wie früher mit dem Lachsbrötchen. Ja, genau. Das liegt nämlich nur an der Soße und nicht an dem Lachs. Ja. Dann nimmst du dir ein bisschen Tofu, guten Tofu, schneidest den dünn auf, machst die drüber, isst das auf Brötchen, denkst, ach, wie früher. Ja. Ja. Da brauchst du halt keinen Fisch essen. Ja. Und das finde ich halt gut, wenn es mehr so. Auch ja, klar, so Soßen, ne? In vielen Soßen, auch Barbecue-Soßen, da habe ich letztens nicht reingefallen, habe ich eine Barbecue-Soße gekauft, da waren Sardellen drin. Ja, und wir wussten gar nicht, was das ist. Nee, genau. Was sind Sardellen? Ja, das war Sardellen waren es nicht. Nicht Artischocken, sondern es gibt Kapern? Kapern ist ja Dings. Es war irgendwie so ein anderer Begriff, jetzt fällt es jetzt nicht mehr ein. Das wollte ich gerade sagen. Und dann musste ich das googeln und zu Hause dann erst so, oh, das ist ein Fisch. Ja. Sardellen ist es was nicht. Sardellen hätte ist egal, ist Wurst, aber die Leute wissen wahrscheinlich, was wir meinen. Mhm. Und dass man mehr Soßen auch noch hat, Auswahl, Dressings oder so, wo vegan wirklich draufsteht. Ja. Gut, also das waren so unsere Wünsche. Wird sich aber noch einiges tun in den nächsten Jahren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen gerne Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und aktiviert das Glöckchen. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.